So, oh, ja, jetzt mal kurz leiser stellen und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forest oder auch The Beach wieder mal, wo wir gerade auf dem Weg zum Hauptdorf sind, weil wir mal eine kleine Loot-Tour machen wollen. Und ich sehe gerade, wir haben hier ein kleines Lagerfeuer, was glaube ich ganz gut ist, und wir haben, scheiße, wir haben gar nichts zum Essen da. Ja, das ist schon ein wenig doof, vielleicht finde ich ja hier oben was. Haben wir was zum Trinken da? Oh, Trinken habe ich anscheinend auch vergessen. Kacke. Ja, aber hier müssen wir anscheinend erstmal weiter wandern. Oh, da war Lurche. Was, wenn der Typ die mal fangen würde. So wie jetzt. Gut. So. Ne, wir trotzdem erstmal ein bisschen weiter wandern. Wir müssen halt quer über die ganze Insel jetzt durchlatschen, um zum Hauptdorf zu kommen. Das ist eine relativ lange Reise. Also die wird sich jetzt so über 2-3 Folgen lang ziehen. Ehe wir wieder zurückkehren. Aber ich denke, das haben wir auch mal wieder nötig. Weil wir schon so lange gebaut haben. Ah, guck mal. Lurche mitzunehmen ist mal ganz wichtig. So, also das ist noch ein Stein. Klar, haben wir noch Seile, kann ich mal mitnehmen? Ja, kann ich. Sehr gut. In dem Dorf haben wir auch schon gewesen, glaube ich, ist aber auch schon ein wenig her. Aber ehrlich gesagt weiß ich das nicht. So, die Dinger nicht im Klauf mit. Alter, sind die viele Lurche heute, was ist da los? Unglaublich. Aber ich kann auch erstmal die Blaubeeren einnehmen. Das würde, glaube ich, auch ganz gut tun. Nehmen wir uns halt mal ein bisschen veganer heute. Oder vegetarischer, besser gesagt. So. Jetzt wird die Frage, wie wollen wir genau laufen? Weil es gibt halt, naja, zig Milliarden Wege, dahin zu laufen. Und wir sind halt gleich wieder bei der Stelle, wo wir letzte Staffel unsere Waldbasis gebaut haben. Hier sprich auch auf dem See mit dem Haus, ne? Das war geil gewesen. Das werden wir offenbar in der nächsten Staffel auch nochmal machen. Auch wieder mit dem Haus auf dem See. Das Haus auf dem See. Oh. Ach, das sind Brombeeren. Guck mal. Sehr gut. Ah, da kommst du schon mal ein bisschen sättigen hier. Ah, stimmt ja, hier gab es so viele Beeren nochmal. Hier unten vor allem. Weil ich das noch weiß, gibt es da oben noch Blaubeeren. Gut, dass ich die Dinge noch voll im Kopf, nicht voll, aber noch ein bisschen im Kopf habe. Ich habe vergessen, den Timer anzustellen. Was geil gerade ist, es schneit gerade draußen. Was ich schon mal sehr, sehr cool finde. So, die haben unsere Basis gebaut, das war auch geil. Aber da werden wir dann halt in der nächsten Staffel dann wieder bauen. Also, ich gehe mal wegen dem Schnee. Es schneit ja gerade draußen. Das passt ja wegen der Staffel aktuell auch sehr gut, weil wir halt auch im Schnee bauen, ne? Ja, das habe ich ja auch gemacht, ne? Wegen der Winterzeit. Als kleines, ja, Winterspecial vielleicht. So eine Art halt. Pilz. Ein Spitzkegler oder wie heißt der Pilz? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier sind wir bei dem Zeltlager. Guck mal. Ich will gleich mal ein paar Arrows mitnehmen. Ach, wir sind eben schon voll. Okay. Nee, dann doch nicht. Dann ist ein Tesafilm. Den Port haben wir schon. Ja, würde ich mal sagen, dann gehen wir einfach mal weiter. Mittlerweile. Oh, die ist eigentlich schon ziemlich gut gefüllt. Es waren zwar nicht an der Ecke bisher auf der Insel, aber an vielen Ecken auf jeden Fall. So, ich muss mal gucken, wo ich jetzt gerade hinlaufe. Ah, wir laufen gerade Richtung Strand, weil da der heilige Baum ist. Ne, dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet.
Boah, die letzte Folge war ich so richtig müde gewesen, jetzt bin ich wieder hellwach. Ja, und ich nehme auch einen Tag später jetzt auf. Ich müsste zwar gleich nochmal kurz weg, aber... Naja. Dann werde ich danach wieder aufnehmen, denke ich mir mal. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, schon wieder Richtung Strand. Da gibt es doch gar nicht. Ich achte gerade gar nicht auf meine Umgebung hier. Was ich auch interessant finde, dass wir bislang noch keine Eingeborenen gesehen haben. Shikori ist aber schon voll. Aber wir werden bestimmt im Hauptdorf viele Eingeborene sehen, garantiert. Da sollten wir auch wieder sehr gespannt sein. So. Also ich werde jetzt erstmal die beiden Folgen hier aufnehmen und dann werde ich... Ja, denke mal für eine Stunde mal kurz außer Haus sein und dann bin ich wieder da. Und dann nehme ich weiter auf. Oder mal gucken. Ah, mir fällt da gerade ein, die brauchen noch diese eine Pflanze, ne, diesen Sonnenhut. Wegen der... wegen diesem Energiemix. Dann müssen wir mal gucken, wo wir den finden. Also, das habe ich hier... ja, Aloe Vera und sowas gefunden, aber das habe ich noch nicht gesehen. Genau, da ist der See. Sehr gut. Da haben wir schon mal Mariengold. Okay. Boah, interessant, dass wir bis noch keine Person hier gefunden haben. Jetzt laufen die doch mal überall herum hier. Das ist mal, dass wir die letzte Folge auf jeden Fall schon mal ein paar Eingeborene gesehen haben, als wir den Berg runtergefahren sind. Ach du Scheiße, Koffer. Aber jetzt war das bloß ziemlich ruhig. Oh, da war doch eine Dose. Das könnte man auch überspringen, aber... Ja, keine Ahnung, ich lasse es erstmal. So, wir laufen auch mal schon mal richtig. Ich glaube, ich müsste 3 Minuten vom Timer mit draufrechnen. Von der Zeit her. Also glaube ich zumindest. Ja, wir sind ja noch nicht im Dorf angekommen, aber bald. Ich gucke immer wieder mal, ob wir hier noch ein bisschen ein Unkraut finden. Also von dem Sonnenhut, weil ich möchte mir unbedingt diesen Energiemix machen, aber den haben wir noch gar nicht. Oh, das sind durchgespawnt. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gehört. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Da ich gerade eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Da muss ich die wenigen mal ja, nach der Folge zurückschreiben oder nach der übernächsten Folge mal gucken. So. Ich werde aber die beiden Folgen, glaube ich, ein bisschen kürzer machen, weil, wie gesagt, ich muss da nochmal... Also ich würde gerne nochmal kurz rausgehen. Dann können die nachfolgenden Folgen auch mal wieder ein bisschen länger sein. Ach, guck mal, hier sind wir abgestürzt. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay, da haben wir unsere Abschnittstelle auch wieder gefunden. Aber ich habe wirklich nie in Erinnerung gehabt, dass wir genau hier abgekackt sind. Aber okay. So, das heißt, wir müssten jetzt, glaube ich, hier lang. Wir müssten aber auch schon gleich im Hauptdorf sein. Aber ist da keine Eingeborene? Wo sind die denn alle? Sind die ausgestorben? Ich weiß es gar nicht. Ach, guck mal, da sind wir schon. Okay, jetzt halten wir mal die Augen offen, ob wir hier Eingeborene finden oder nicht. Da ist mir gerade ehrlich gesagt ein bisschen zu ruhig auf der Insel.
Ja, das könnte auch daran liegen, dass wir uns gerade gestartet haben. Also ich vor allem. So, dann gucken wir mal. Da waren die Platinen, da können wir wieder Bomben basteln. Haben das ja auch noch gar nicht gemacht, das kann ich ja auch mal machen. Manchmal ein bisschen doof, dass irgendwas versteckt sind. Da kommst du meistens gar nicht ran irgendwie. Das hätte man ein bisschen besser machen können. So, dann nehme ich die wieder mit. Ich denke, ich werde auch mal wieder ein paar Bomben schmeißen. Oh. Hey, das sind sie doch, die Eingeborenen. Ich habe sie gerade gehört. Also ihr hoffentlich auch. Das ist zumindest auf jeden Fall. Naja, hoffen wir gucken, wo die sind. Auf jeden Fall nicht weit von uns entfernt. Der Schrei kam von irgendwo da vorne, glaube ich, ne? Ich kann die aber nicht sehen. Ach, da hinten. Oh, das sind aber ganz schön viele. Ich hatte gerade noch irgendwas anderes da draußen. Ich nehme jetzt erstmal die Dosen mit. Ich habe da gerade noch irgendwas anderes gehört. Vielleicht ist ja Muschi bloß oder irgendwas anderes dort, keine Ahnung. Da müssen wir aber richtig aufpassen. Schon seit einer Weile ja keine Mutanten mehr gesehen, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Okay, da hinten gehen sie lang auf jeden Fall, die Herren. Ja. Okay, die hauen schon mal ab. Das ist schon mal gut zu wissen. Kanister, die ich nicht mitnehmen kann, wie immer. Weil ich das scheiß Ding ja nie benutze. Ach stimmt, wir sind ja schon voll. Ja, da kann man auch nichts mehr tragen. Da haben wir noch mehr. Das kann ich wieder auch nicht mitnehmen. Mehr? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas war da gerade noch. Müssen wir weiter gucken. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu der Hütte da nach vorne. Oh, da liegt noch Geld. Ich war schon gewundert, was da gerade liegt. Oh. Okay, da kommen sie alle wieder. Ach du Scheiße. Seit einer Woche oder so nicht mehr gekämpft gegen die, ne? Da muss man erstmal wieder reinkommen. Oh, hier drüben waren wir noch ein bisschen bei der Hütte. Okay. Schon mal kurz zu wissen. Sollen wir die mal aufmachen? Komm, wir machen die mal hier. Okay. Ich glaube, ich würde dabei lieber bei den Piloten bleiben. Das gefällt mir irgendwie viel besser. Was müssen wir eigentlich noch alles besorgen? Wir müssen ja noch das Tauchmarkgerät holen, ne? Das würde ich aber, glaube ich, denn ein anderes Mal machen, nicht heute. Also auch nicht nächste Folge, weil ich keine Zeit dafür habe. Weil ich ja noch gerne rausgehen wollte. Aber ich
eigentlich generell eher selten in den Schnee reinkomme und mal da ein bisschen wandere. Ja gut, besser gesagt, ich wollte eigentlich heute noch irgendwo hingehen. Von irgendwo. Also ich weiß, wo ich hingehen möchte. Aber durch den Schnee zu watschen, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Hallo. Sind Sie Mr. Louis? Ja, er ist es. Oh, aber guck mal, auch die coolen Schuhe hier, die gefallen mir auch. Die sind sehr edel. So. Ja, wir waren in sich schon mal gewesen, aber ich gehe halt immer wieder gerne zurück hier ins Dorf, weil man immer so viele Sachen machen kann. Von hier habe ich, glaube ich, auch schon mal was gebaut, tatsächlich. Das war, glaube ich, mal ein Baumhaus gewesen. Das habe ich mal mit einem Kumpel, glaube ich, damals gemacht. Da haben wir nämlich, glaube ich, mal ein Baumhaus hier gebaut. Und das war echt reichlich Action gewesen. Also, ich könnte man das ja auch mal ausprobieren. Das heißt, wir machen einfach mal was Kleines, damit wir mal hier speichern können. Das ist, wenn wir dann mal wieder ein paar Sachen besorgt haben, können wir dann auch mal wieder hier speichern. Da würde ich mal sagen, machen wir uns mal einen kleinen Unterstand hier drüben vielleicht. Also ich habe ja schon ein paar Mal irgendwie da vorne bei der Hütte gebaut, bei der da hinten. Da habe ich, glaube ich, auch schon Baumhäuser und sowas gemacht. Das würde ich, glaube ich, jetzt... Was heißt, wir machen das mal. Ist das... Ach, guck mal, da drüben. Da kommen die nächsten. Alter, wie viele sind denn da, bitte? Alter. Das sind sehr, sehr viele. Dann gehe ich mal lieber hier hinten hin. Einfach so zum Speichern irgendwie, ne? Das wäre halt immer wieder was. Also halt, halt auch ein Baumhaus bauen. Also unser Hauptstand wird natürlich da oben auf dem Berg sein, ist ja klar. Aber falls wir denn mal was eingesammelt haben, können wir dann immer wieder hier speichern. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht hier. Dann können wir auch mal ein bisschen was zum Hauptdorf mal sehen hier. Ich finde das immer echt interessant, hier muss ich zugeben. Das Hauptdorf. Muss ich echt sagen, also das ist wirklich echt eine sehr interessante Ecke der Insel. Und wer weiß, vielleicht wird der Baum ja abgerissen, wenn irgendjemand dagegen rennt. Man weiß es nicht. So, ich sehe gerade, ich müsste die Folge auch nicht beenden. Ich muss an dem Baum nehmen wir noch mit hier. Dann haben wir hier was zum Speichern, ne? Falls wir das vergessen später. Dann können wir auch immer wieder meine Folge hier beenden. Und dabei auch speichern, was glaube ich gar nicht mal so schlecht wäre. Das mache ich jetzt. Das mache ich natürlich nur jetzt so. Also in der nächsten Staffel werde ich das glaube ich erst nicht machen, aber ich denke mal für die Staffel ist es jetzt ausnahmsweise mal okay. Damit wir auch mal wieder ein bisschen was Grünes sehen, also im Grünwald mal wieder. Da laufen wir, wenn wir nur im Schneebeet oben sind. Ich muss sagen, da machen wir dann in der nächsten Folge dann weiter und ja, mal gucken, wie es wird. Und mal gucken, ob wir dann auch entdeckt werden. Ich denke, wir werden entdeckt werden, weil naja, die werden bestimmt uns demnächst finden. Mal gucken. Wir sagen, sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann erstmal, ne? Ciao, ciao.